So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Mittagspause. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Nachmittagspanel begrüßen. Warten noch mal einen ganz kleinen Moment. Ja, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Nachmittagspanel begrüßen. Es gibt ja drei Parallelpanels, die alle mit dem Angstdiskurs zu tun haben. Unser Forum hier widmet sich dem Thema Angst vor Terror oder Angst vor anderem. Und da kommen wir, glaube ich, auch zu einem der Core-Issues, wenn ich das auf Neudeutsch so sagen darf, des Terrorismus. Denn im Terror oder Terrorismus geht es ja in der Tat darum, Gesellschaften, möglichst auch offenen Gesellschaften, Angst einzujagen, sie in eine gewisse Schreckenslähmung zu versetzen. Die Fragen, die wir hier vielleicht auf diesem Panel erörtern können und über die wir uns vielleicht einen genaueren Überblick verschaffen können, ist die Frage, wer jagt dem hier wem aus welchen Gründen eigentlich Angst ein? Das heißt, wir werden uns nicht nur der Frage stellen, wie weit ein gewisser Angstfaktor in unseren Gesellschaften dazu beigetragen hat, dass wir auf Neuankömmlingen und nicht mal so sehr Neuankömmlingen in unseren Gesellschaften anders schauen, dass wir auf das Thema Religion und Staat anders schauen, dass wir ganz spezifisch das Thema Islam anders behandeln als vorher. Aber wir werden uns ganz sicherlich auch der Frage widmen, ob wir, in diesem Fall wir ist der Westen, nicht auch den anderen Angst eingejagt haben und wie weit das messbar und woran es messbar ist. Und aus diesem Grund, weil wir eben diese Fragen beidseitig abstecken möchten, wenn es denn geht, freue ich mich ganz besonders, dass wir hier ein sehr international besetztes Panel haben. Ich darf vielleicht ganz links anfangen mit Doreh Ahmed. Die Forschungsleiterin ist am Center for the Study of Gender and Culture in Lahore und die im Übrigen, das kann ich Ihnen allen ans Herz legen, eine wunderbare Publikation zusammen auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht hat, in dem es um Masculinity, Gender and Islam geht. Also die Frage, wie weit eine neue weibliche Spiritualität vielleicht auch dazu beitragen kann, nicht nur den Blick, sondern auch die Art, wie wir nicht nur übrigens Islam, sondern auch Hinduismus und Christentum, in dem Fall ganz besonders Katholizismus, anders betrachten können. Es wird also auch im weitesten Sinne um etwas gehen, was uns ja in der Debatte hier in den westlichen Gesellschaften auch beschäftigt, nämlich die Rolle von Frauen und deren Beitrag zu einer Änderung des Diskurses im weitesten Sinne. Ich hoffe, ich habe Sie damit einigermaßen treffend wiedergegeben, Doreh. Ganz zu meiner Rechten, ja genau, Applaus ist verdient. Ganz zu meiner Rechten ist Genève Abjo, die Direktorin ist des Inside Iran Projects, des National Security Network in Washington. Vielen von Ihnen dürfte sie auch bekannt sein, weil sie nicht nur lange Korrespondentin im Iran für den Guardian war, sondern auch ungeheuer vieles und wie ich finde, ohne jetzt allzu sehr schmeicheln wollen, immer Erhellendes geschrieben hat, auch in der New York Times und in anderen Publikationen wie dem Economist. Genève Abjo hat, wir haben gestern Abend ganz kurz gesprochen, einen libanesisch-amerikanischen Hintergrund und ist in Texas aufgewachsen, nicht wahr? Wo man sie allerdings meistens für eine Mexikanerin gehalten hat, also auch da gibt es noch viel zu klären. Den Herrn zu meiner Rechten muss ich Ihnen, glaube ich, wirklich nicht vorstellen. Ich sage es trotzdem, Bundesvorsitzender des Bündnis 90 Die Grünen, Cem Özdemir, Bündnisvorsitzender ist doch auch was Schönes. Absolut. Wäre mal was, was man neu entdecken kann. Ich wüsste allerdings noch nicht, welches Bündnis. Man kann da an die NATO denken, man kann aber auch an neue Koalitionsüberlegungen anknüpfen. Also wenn Sie da noch weitere Ambitionen entwickeln wollen, Herr Özdemir, Sie sehen, hier ist die richtige Plattform dann schon auf den Weg gebracht. Und zu meiner Linken. Ich habe jetzt mal nur von Bündnis und Bundes gesprochen, aber das Wort Bundeskanzler und Kandidat habe ich absichtlich nicht erwähnt. Und zu meiner Linken habe ich die große Freude, Ihnen last but really not least Patrick Barnas vorzustellen, der, wie ich heute Morgen gelesen habe, demnächst, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, grün darf ich hier werden, aber ich muss leider grün-gelb von Neid werden, demnächst als Kulturkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach New York gehen wird. Wow. Ich beneide ihn wirklich tierisch drum. Die mühselige Arbeit des Feuilleton-Chefs, der ja jetzt 10 Jahre waren es, ne? 10 Jahre lang ausgeübt hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wird jetzt an Nils Minkma übergehen. Ich finde, er hat es besser. Patrick
Patrick Werners hat ein äußerst interessantes Buch geschrieben, das sich mit der Islamkritik, die Panikmacher, beschäftigt. Ich bin mir sicher, wir werden im Laufe dieses Panels auch nochmal draufkommen, wobei wir vielleicht nicht so sehr Kritik an den Kritikern üben, sondern eher versuchen, auch nochmal hier die Geländer abzustecken, wo wir fehlgehen, wenn wir die Aufgabe übernehmen, Islam und Islamismus zu trennen. Aber das vielleicht nur als eine der Grundfragen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Jenif. Sie haben ein Buch geschrieben, das nicht einen Titel trägt, der in Deutschland immer sehr beliebt ist. Nämlich hier schreibt man immer zwischen sowieso und sowieso. Sie haben also aber, Sie haben es mit einem And verbunden. Main Street and Muslim Identity. Main Street and Mosque. So, es ist gar kein Gegensatz konstruiert, aber es geht Ihnen trotzdem um die grundsätzliche Frage, welches sind die Widersprüche vielleicht, oder vielleicht können Sie uns die auch beschreiben, zwischen Gläubiger, vielleicht auch Konservativer oder in sonst einem bewusst verstandenen Muslim sein und Amerikaner sein wollen. Und vielleicht kriegen Sie es fertig, ich weiß, es ist mir unglaublich schwierig, ein Buch in kurzen Zügen zu skizzieren, aber vielleicht können Sie uns doch meine Skizze liefern, wie sich Muslim sein in den Jahren seit 9/11 in Amerika verändert hat, denn da ist es ja unter Umständen noch ein bisschen anders als in Europa. Thank you, and thank you very much for the invitation to speak here, and congratulations to Ralph and Gregor for such a successful conference so far. I only have, I think, 5 minutes, so I will try to be as brief as possible and address this very complicated topic. But I think before I get into sort of the specifics of the Muslim American community, which probably a lot of Europeans don't know that much about, in the context of this conference, I think that what has really, what captures their whole experience since 9/11 in particular, is that a combination of their own alienation from U.S. policy, and I don't mean alienation in the sense that they don't participate, but alienation in the sense that obviously the United States is engaged in two wars in the Middle East now, well, three if you count Libya, and Muslims have not had any sort of real input into the decision-making that's gone on. So I think if we combine this alienation also with growing religiosity in the United States among Muslim Americans, which is the subject of the book that I wrote, was to sort of document this growing religiosity, these two factors have really changed, I think, Americans' perceptions of a relatively successful multicultural society. And I think that that's what has fundamentally changed since 9/11, is that Americans, for better or for worse, and for sort of real or imagined, in real or imagined terms, always believed that they lived in a successful multicultural society. And that it has never really been under question or debate as it is in Germany. And I think that 9/11 shattered this perception, in part because on the American side, Americans woke up to realize that, in fact, people who are dark like me don't come from Mexico. They actually come from Arab countries and from predominantly Muslim societies. And there wasn't an awareness in the United States, if you can believe it or not, that there is actually a population of about 6 million Muslims, although that's very much in question. It's become a political issue even how many Muslims there are, because the U.S. Census is not allowed to ask religion. So we don't really know. You know, the Jewish organizations claim there are 1.3 million Muslims, but most scholars are in agreement that there are about 5 to 6 million Muslims in the United States. So the Americans woke up to this new reality of question mark multicultural society. The Muslims woke up to the fact that they were the other suddenly, among Americans who never even knew that there were Muslims living in their neighborhoods. And so the result of that has been, I think that there have been a few very important outcomes. One is that, as you mentioned, the Muslims have now tried to square a growing Muslim identity with a growing American identity, and pressure to emphasize this American identity, almost a test, not even a question, but they're being tested to demonstrate their American loyalties.
The response from them has been a growing attachment to their Muslim identity and growing attachment to Islam as a religion, as a way of life. And this is not all that common at all among Muslim communities in Europe. And if you read the works of Tariq Ramadan, who's a very famous Islamic scholar, he writes a lot about the intensification among Muslims of their Muslim identity when they live as minorities in various countries in the West. So in that sense, the American experience among Muslims is coming to resemble more the European experience among Muslims, this intensification of identity and of religion. The mosque, as a result of this, has now plays a great role in the lives of Muslims. It's not just a place of worship to some degree, as it is in the Islamic world, where people go to pray on Fridays and then they leave. It's become a center for family life, a center for cultural life. People study Islam there. They study their own languages of origin, Urdu, Arabic. And so the mosque has become very important as a focal point for Muslims in the United States. What's interesting about this phenomenon, which is fairly new, is that it's more prevalent in the younger generation of Muslims, those Muslims actually who were born in the United States. So we have a situation in America, unlike Europe, where this growing religiosity is being embraced by younger Muslims. In some cases, for example, where their parents didn't wear headscarves, the younger Muslim women are wearing headscarves. Where their parents didn't attend mosque very frequently, the younger Muslims are attending mosques. They're attending Islamic schools, whereas their parents did not. So it's a very interesting phenomenon that I think is a result of what Ulrika mentioned in the beginning remarks of this conference. There has now been almost a situation where what is happening globally and what's happening domestically is being conflated. So what has become global in America in terms of a lot of issues that we talk about Muslims, about Islam, is now being sort of interpreted in a local context. Muslims are very affected by what's happening globally. They're affected by growing Islamic expression in Islamic countries. They're affected by how Muslim communities live in Europe. And they're embracing this experience and duplicating it in the United States. And that's how the sort of global situation is affecting their own experience. And of course, they're also being severely affected by U.S. policy in Afghanistan and in the Middle East and in various parts of the world. They're reacting to this. And of course, the reaction is very negative. They're also reacting to how they're perceived by Americans themselves. And this, of course, is a very complicated and huge topic. But if you look at all the opinion polls that have been conducted, and I brought some with me in case anyone is interested in the specific statistics, but what's very interesting is that as we've gotten farther and farther from 9/11, Americans, even though public opinion has shifted a bit, the attitudes toward Islam are growing more negative. So there was a brief period of tolerance after 9/11, and there was sympathy with Muslim societies. There was a sense that, we cannot label all Muslims as terrorists. But that sensitivity and sympathy has vanished. And as we get farther and farther away, particularly in 2009, where there were a lot of incidents in which American-born Muslims were accused of extremist violence, American opinion has grown more negative. So on the Muslim side, you have a reaction to this, which is more alienation from American society and more identification with Islam. Jamil, can I ask you a question here, which might help us to clarify more about possible differences also between Europe or some countries in Europe and the United States? So if you say the Muslim is perceived more and more as the other, and there's a strong reaction to that, and it's this way,
there is an assumption and then there is a reaction to that. Would you say that it's not so much because it's a different religion, but it's very much in a political, to be found in a political context? Muslims, after a brief period of tolerance, as you say, were once again perceived as the enemy, or at least as a potential enemy. I mean, almost close to a fifth column phenomenon. You know, sleeper cells, all this rhetoric has to do with it. And that's the reaction to that, but it would not, in the first place, have to do with a general lack of understanding for a potent religion that, you know, or people who still find, or who do find, matters of identity, of religious identity, important, because that might be a difference. No, absolutely. No, that's a very important point. America is a very religious society. We were just talking in the lunch break, actually, and someone was commenting that when he goes to the United States and turns the radio on and listens to all this religious programming, he thinks he's back in communism, because that's what the communists used to do. I mean, that's the power, the propaganda is so prevalent. So yes, it is sort of it is Islam that Americans perceive to be the problem, not religion per se. And so in that sense, Islam has become the exception. Mm-hmm. And that's what is dangerous. But I have to say, on the other side, this has been exacerbated by the fact that in 2009 and 2010, there have been more incidents of American-born Muslims being accused of extremism, or being at least allegedly involved in extremism. I think also, to be fair, again, if you look at the opinion polls, Americans, according to an opinion poll that was just conducted by the Pew Forum, Americans do not feel that they know any more about Islam today than they knew 10 years ago. Mm-hmm. And I think that part of that should have been the responsibility of Islamic organizations in the United States, which in my view have engaged in this political debate that we're talking about, but haven't really done or made much progress in educating and educational campaigns, mm-hmm. Short of saying Islam is a religion of peace. But there's never been any real educational process, so that it's simply now in a political framework, yeah. And that's where it ends. That certainly is an important point that we'll definitely will pick up on. I would like, jetzt kann ich ja wieder auf Deutsch zurückswitchen, vielleicht ist es einfacher. Ich würde jetzt ganz gerne Herrn Barners und uns in die europäische oder vielleicht sogar eine spezifisch deutsche Debatte reinbringen. Denn in Ihrem Buch tun Sie an manchen Stellen etwas, was für den amerikanischen Kontext ganz unverständlich wäre, nämlich zu sagen, unter Umständen müssen wir generell mehr Verständnis für religiöse Diskurse entwickeln. Und dazu gehört ja auch ein Verständnis für religiöse Unterschiede, auch ein gewisses Grundverständnis von Theologien, sowieso ein Grundverständnis, also gerade wenn es um Islam geht, um die Möglichkeit und die Dimension von Trennung von Staat und Religion. Aber wo würden Sie, und das scheint mir ja doch eine der wichtigsten Punkte zu sein, wenn man diese Angstdebatte mal ein bisschen von der Angst befreien sollte. Und wir wollen ja nicht nur abstecken, wo die sind, sondern mal gucken, wo kann man sich aus der lösen. Wo würden Sie die Grenzen ziehen der Islamkritik? Das heißt, wo würden Sie die Grenzen ziehen zwischen Islam und Islamismus, einem durchaus kritischen Dialog mit Religion und unter Umständen, man kann es auch durchaus so benennen, den Shortcomings einer Religion, die große Schwierigkeiten hat, in einem anderen Kontext Minderheit zu sein, weil sie nämlich nie Minderheit gewesen ist. Und Islamismus als einer politischen Strömung, die ja durchaus ihre Gefährlichkeit hat. Kritik ist ja etwas Aktives, ist eine Tätigkeit, hat einen Gegenstand, aber hat auch Adressaten und hat dann neben einem Sachgegenstand, wenn es um Religion geht, eben auch den Gegenstand der Gläubigen, der Leute, die sich zu dieser Religion bekennen. Und wenn Sie fragen nach Grenzen der Islamkritik, würde ich dann von der Sache her sagen, von der Sache her kann man überhaupt keine Grenzen der Islamkritik ziehen. Wenn ich jetzt mich auf den Standpunkt eines Nichtgläubigen, den Standpunkt der neutralen, säkularen Öffentlichkeit
Stelle, in diese Welt, in die die Religion hineinwirken will, in der die Religion existiert, dann, wenn sie sich nicht in ein absolutes Eremitendasein der Vereinzelung zurückzieht und in der sie ihre Wahrheitsansprüche formuliert, in diese hinein ihre Wahrheitsansprüche formuliert. Und eine Offenbarungsreligion wie der Islam kommt ja auch tatsächlich daher, in diesem Fall sogar genau wie das Christentum, als eine missionierende Religion. Und diese Wahrheitsansprüche unterliegen selbstverständlich der Kritik, wie alle Wahrheitsansprüche, die eben vor einem Publikum geäußert werden, unterliegen sie der Kritik. Und insofern würde ich sogar sagen, jeder, der diese Botschaft des Islam gehört hat und dann von ihrer Wahrheit noch nicht überzeugt ist, ist ein Islamkritiker. Also mir ist so gelegentlich unterstellt worden, ich sei jetzt übergetreten vom Christentum, vom katholischen Glauben zum Islam. Wegen des Barts. Der Bart wird damit in Verbindung gebracht, genau. Das ist für mich jetzt so ein kleines persönliches Erlebnis, wo man dann glaube ich auch jetzt in einem Publikum von Leuten, die halt Bücher lesen, die für die jetzt Journalisten ja nicht so furchtbar rätselhafte Erscheinungen sind, dann eben auch sieht, das, was Sie angesprochen haben, es gibt vielleicht in der deutschen Öffentlichkeit also einen gewissen Rückgang so eines Grundverständnisses, dass es eben Religiosität gibt, dass man sich vielleicht auch für Religion wohlwollend, vermittelnd, erklärend irgendwie dann einsetzt. Aber nein, ich bin bin ich eben konvertiert zum Islam, noch bin ich der Meinung, dass man, was die Sache angeht, Grenzen da der Islamkritik ziehen könnte. Also sowohl die islamischen Glaubensinhalte und Wahrheiten, aber selbstverständlich auch das, was dann an historischen und sozialen Tatsachen damit verbunden war, sind eben Gegenstände der Kritik. Und insofern sind auch etwa Fragen, wenn man in einer Stadt wie Berlin jetzt eine große muslimische Minderheit hat, welche religionssoziologischen Gründe könnte es eben vielleicht doch geben, bestimmte Eigenheiten, durch die sich dann auf einer Phänomenebene diese Gruppe von anderen Gruppen zu unterscheiden scheint, das eben zu erklären. Aber Islamkritik, wie ich sie dann in meinem Buch zum Thema gemacht habe, man musste eigentlich jetzt dazu sagen, fanatische Islamkritik, radikale Islamkritik, oder Islamkritik, wie ich finde, die selber religiöse Züge, die weltanschauliche Züge hat und die auch etwas von einem geschlossenen Glaubenssystem hat, die hat selbstverständlich auch alle Freiheit, muss sie unbedingt haben, hier in der Sache deutlich für ihre weltanschaulichen Standpunkte zu werben und auch ihre Argumente vorzutragen. Aber die Grenze ist, nach der Grenze kann man eben für meinen Geschmack dann fragen, wenn diese Islamkritik als politisches Instrument eben eingesetzt wird. Wobei auch da in einer lebendigen demokratischen Öffentlichkeit würde ich sagen, es ist fast die Ultima Ratio, selbst jetzt in einem Gespräch wie hier zu sagen, ja, da ist jetzt aber diese Grenze erreicht, da soll man lieber nochmal versuchen zu reden und zu sagen, ja, so meinen Sie es doch nicht und das ist doch jetzt nicht wirklich Ihre Absicht, aber da, wo eben die dann Islamkritik eingesetzt wird und zum Vehikel eben dann gemacht wird einer Politik, die gegen gleiche Menschenrechte geht, die gegen Religionsfreiheit geht, die auch gegen ein selbstverständliches Bewusstsein zunächst einmal in einem Staat wie der Bundesrepublik Deutschland einer Religion auf freier Wahl anzuhören, da verläuft für meinen Geschmack diese Grenze. Würden Sie sagen, das ist genau, also Sie haben ja gesprochen eben von fanatischer Islamkritik, dass also fanatische Islamkritik da anfängt, wo dann tatsächlich der Platz in der Gesellschaft generell abgesprochen wird. Und würden Sie sagen, dass diese Art von Islamkritik, die Sie jetzt ansprechen, Teil dieses Angstdiskurses ist oder ist die anders motiviert? Also es gibt tatsächlich eben die Meinung, dass der Islam als solcher eine Gefahr für jede nicht-islamische und für jede freie Gesellschaft sei und dass er bekämpft gehöre. Und das ist eben eine Meinung, die finden Sie nicht nur in diesem Lunatic Fringe der islamkritischen Öffentlichkeit, das finden Sie eben nicht nur in irgendwelchen Internetforen,
sondern das finden Sie zum Beispiel ausdrücklich formuliert auch von einer Frau wie Ayaan Hirsi Ali, die eine sehr kluge Frau ist, eine Frau, die sehr, sehr viel weiß über diesen Gegenstand und die eben auch genau weiß, was sie sagt, wenn sie eine solche These in den Raum stellt, dass die freie Welt in ihren Augen sich eben nicht nur mit dem Islamismus oder dem Terrorismus in einem Krieg befindet, sondern mit dem Islam. Und Hendrik Brode hat ja sogar eben mir dann entgegengehalten in seiner Besprechung meines Buches, es sei eine Tugend, Angst zu haben vor dem Islam. Er betreibt also selber dann, wie er meint, eben mit guten Gründen einen vernünftigen Angstdiskurs. So, also nur noch mal, um das festzuhalten, da wo der Islam als Religion generell, ohne zu differenzieren, was daran vielleicht auch zu einem politischen Islam beiträgt, nicht akzeptiert werden oder grundsätzlich als Gefahr erkannt wird und nicht etwa ein politischer Islamismus, der sich selbstverständlich auch in Teilen aus der Religion speisen kann, da finden Sie es als inakzeptabel. Ja, und vor allem dann, wenn es halt in der Form adressiert wird, ihr habt hier nichts zu suchen, ihr müsst eure Moscheen dicht machen oder vielleicht auch eben, solange wir nicht verstehen, was in euren Moscheen gepredigt wird, das ist so ein gängiges Argument, während es in Wirklichkeit einfach viel mit mangelnder Neugier zu tun hat, dass man sich schwer vorstellen kann, was in Moscheen gepredigt wird oder dass man vielleicht vieles von dem nicht versteht, wenn man dann als Gast in eine Moschee geht. Wobei auch darum nicht missverstanden zu werden, ich rufe da jetzt nicht irgendwie nach der Meinungspolizei, sondern ich beschreibe da einfach sozusagen im Sinne von Argumenten dann Grenzen, durch die dann Leute, die dann diese Sachen zu polemisch zuspitzen, mit dem, glaube ich, dann doch einfachsten Beispiel dann letztlich von Thilo Sarrazin, der nun unsere ganze deutsche Bundesrepublik ist ja, glaube ich, immer noch nötig, es auch den Gästen hier aus dem Ausland vielleicht kurz zu erklären, weil den ja noch nicht jeder kennen muss, müssen wir, der nach Deutschland kommt. Lassen wir mal lieber. Aber es gibt ja Sarrazins in allen Ländern. Und das macht ja Sarrazin und seine Anhänger ja auch. Deswegen versuchen wir ja, die Strukturen rauszufinden, ohne. Ja, und die Struktur. Nee, Entschuldigung, aber Sie haben nachgefragt, was ich sozusagen genau meine. Und deswegen würde ich noch ganz kurz nochmal darauf beharren wollen. Mir geht es eben nicht darum, inhaltlich eine Grenze zu ziehen. Ich würde auch nicht sagen, wer meint, der Islam als Religion passt nicht in eine friedliche Gesellschaft, sozusagen, da muss man jetzt mit dem Verfassungsschutz kommen oder so. Aber ich meine, wer dem Muslim ins Gesicht sagt, du passt nicht hierher, und so hat es ja Herr Sarrazin gemacht, mir auf die Berliner bezogen, die Berliner, die eben deren Töchter Kopftücher tragen, den möchte er halt ins Gesicht sagen, ich verachte euch alle und wir haben euch schon auf dem Kieker. Und das ist die Art von politischer Kritik, die ich für demokratisch undiskutabel halte. Danke. Ich glaube, wenn man das abstecken will, muss man wirklich zusehen, dass man hier die Grenzen auch genau zieht, damit wir wissen, wovon wir reden. Denn sonst vermischt sich dieser Diskurs immer auf so eine bedauerliche Weise. Dure, I'd like to sort of get away from the perhaps specifically German debate, which, as you say, there's Sarrazins in more places in Europe and probably also in other places than just in Germany. But I would like to lead it away to a point that you are specifically making. First of all, one of the interesting approaches that you can offer here on this panel is you're coming from Pakistan, and Pakistan has been viewed globally, you know, ever since 9/11, as almost the cradle of political Islamism. And it would be worth it, probably would be leading too far, but it definitely would be worth it to distinguish and differentiate really clearly to what extent this is true. But I would like to lead the discussion more into the field that you were working on, specifically feminism, masculinity in Islam, and so forth. One of the major motives in the debate on Islam is the role women play, or rather the role we think women don't play. So perhaps you can be more specific, you know, especially offering us your view from abroad on the Western discourse, on saying, have we misunderstood something? Is it so that we misunderstood not in the sense that we don't get it right, that there is a problem with women when it comes to conservative Islam specifically, but also that we've missed on a debate that's going on within Islam, namely the role of women and the role that they can play within a discourse that would say we are opening up Islam to more challenges than it has now, because it is in a
encounter, I would like to call it a counter with modernity for many, many years, not just 9/11, but it might have sharpened since 9/11. So can we get your take on that, briefly if possible? I know it's a huge rearm, but briefly if possible. Just 5 minutes. Can you switch on the microphone, please, so that okay. The translator can... 5 minutes, I've been thinking about this, what for me are the core issues. I'm sorry, I'm not going to talk particularly about Pakistan. There's enough in the media about it. However, within this conference, within this panel, at least, even if I read the brief, for me as a Muslim, doesn't matter where I'm coming from, really. There's two key words missing: Saudi Arabia. What has been the role of Saudi Arabia over the last 30 years in the Muslim world, in its support and export and support of what is essentially simply one very small expression of Islam? I need to remind people constantly, I've been coming to Europe for 20 years to talk to both Muslims and Europeans, that this needs to be remembered. Firstly, yes, there are the geopolitics, and within Pakistan that history goes back to the first Afghan war, and from there on, the very, very strong influence of Saudi Arabia. Issues that were being discussed here earlier, the conflation of various factors. I think, putting it in simple terms, what is happening is, and the whole fear and everything else that is centered around questions of Islam, is around this one style of Islam, which is, if you think about it, the template is essentially Saudis, whether it has to do with women who cannot leave their homes without a man. Afghanistan even now comes across as a liberal society. At least the women can step out. But the template here, I think, underlying all this, is the Saudi version of Islam, which I'm not saying is bad or incorrect or correct. That's not the issue. The issue is that this religion is spread, has been for the last 1,000 years, pretty much even Europe and Spain, but its recent appearance in Europe, but everywhere else, Islam had reached its borders within 100 years of its founding. So it has existed in societies and cultures as diverse as China, Central Asia, Indonesia, North Africa, Middle East, South and Southeast Asia. Quite comfortably, none of these questions arose. That in itself should tell us that it has really no problems in adapting to wherever it has gone geographically. And that has been the case by and large, as I said, for almost 1400 years. What has happened now in the last 50 years, that transformation of one particular, what I call accent, religions are like languages. And like all languages, there are dialects, and within each dialect, there are many accents. The Saudis would like to impose the speaking of Islam in just one accent, even though history is, the evidence of history is clearly very different. So I think that's a very critical factor. Regarding foreign policy, human rights, women's rights, where is the West's voice when it comes to Saudi Arabia? I feel very strongly about these things. None of these things, whether it's democracy or women's rights, are practiced there. But yet, there is a complete silence. As a Pakistani, one knows this, that huge amounts of money have flown into... most Muslim countries are poor. Huge amounts of money have come in over the last 3 or 4 decades to promote a particular style of Islam, which is what is perceived threatening in the West. Can I throw in a term that was coined, I think, by Tom Friedman, as he's so good in coining terms. I'm not so sure whether he's always good in really understanding what's going on, but he's very good in coining terms. And when he said, there's one discourse within the Islamic world that we keep on missing, and that is that there is basically, it's not a discourse, it's really a fight over who has the exclusive right of interpretation. And basically, it's a fight between the urban Islam of Cairo,
Doesn't matter whether you call it Cairo. Yeah, it's a reference to history more than the present times probably, and the desert Islam of Wahhabism. And are you afraid? Are you afraid that first of all we miss out on the fight altogether from a Western perspective? Yep. I have to admit, I'm really worried whenever I hear that Saudi Arabia is a moderate Arab country and that it's a good ally. I don't know about your sense of moderate, but it's not mine. I can say that much, and that we miss out on the bigger narrative. This word has been used so often, so that I use it too. The bigger narrative, which is the exclusive interpretation within and of Islam, and then all the smaller discourses within Islam that are taking place about what is our role in Western societies, how can we act as a minority, even if we are a religion of laws as well. So that's a real conflict between religious laws and non-religious laws. The role of women, of course, very important. Are we missing out on all of these discourses? I think pretty much. I think what has been lost sight of is the proportions of things, the ratio among things. Out of 1.5 billion people, only 18% are speakers of Arabic. The rest, which is overwhelmingly, it means the rest of the Muslim world, has nothing to do with desert Islam, which doesn't make them any less Muslim. As I keep saying, this religion it's impossible really to understand Islam without keeping culture closely tied to it, hence the different expressions. That's one thing. I think the other problem from within Europe has been, and I think that's the second point, basically, that has struck me repeatedly, as I said, over coming here for over 20 years, is the complete lack of self-awareness that most Europeans have of their own history, not only in terms of politics and colonialism, but particularly when it comes to their religious history. I think that awareness is vital, because what has happened, in my view, is that religion itself has changed post the Enlightenment here in Europe, the conception of religion. Till 300 years ago, it would have been very difficult to separate culture from religion. But post-Enlightenment, that has happened. And this view that religion is essentially a mental belief and a form of worship is a peculiarly European view. If you were to ask ask a Hindu or a Buddhist, they'll look at you oddly, because for most of the people in this world, it's about a way of life, as when you talked about it. It's impossible really to separate these things. But in any case, this model of what is a religion, and that includes, for example, centralized authorities, a pope, Rome, Canterbury, whatever. None of these for 1500 years have existed in Islam. That in itself should tell you that it's really not fitting into the popular conception of what is a religion. And the momentum, whether it's from the Saudis, if you like, who in my assessment in a way have succeeded in creating the clergy, which are the experts now, and it's the momentum being Mecca as Rome, or the momentum from within Europe, which I call the great laboratory, because you have people from all over the Muslim world here, but then it becomes a question of who represents Muslims, who do we talk to, because there is a cacophony out there. So the desire, the unconsciously, of course, it's the same model at work. Centralized authority, institutions, hierarchies, this sort of what I call a terrible distortion of Islam from within Islam, thanks to the Wahhabi dominance, and from Europe within, is going to, if anything, create far more problems than it will solve. Thank you. Do you want to interfere here? I just wanted to add that I think that if, as you point out, if more people became aware of the debate within Islam, which is a very robust debate, I mean, that's where Muslim thought is focused. It's not focused on the West. It's not focused on the issues that we care about. It's focused on the internal
Muslim debate. I think that if we learned, if as Westerners we learned more about this debate, then that would maybe depoliticize this question. Because we're always placing Islam in a political context, but where Muslims place it is in a theological context. And that's often lost in the West, because we don't see it as such. We don't see it as theology. We only look at it as politics. So. Cem Özdemir, ich würde jetzt gerne gleich zwei Fragen auf Sie abfeuern. Die erste ist, Genève hat vorhin gesagt, 9/11 war im Grunde genommen eigentlich auch das Ende des Glaubens, dass die multikulturelle Gesellschaft in den USA schon sowas wie erreicht war, weil man plötzlich bestimmte Gruppen zur Kenntnis genommen hat, die man vorher gar nicht zur Kenntnis genommen hat. Wie verhält sich das denn für Deutschland? Was war denn 9/11 zu Ende, wenn überhaupt etwas zu Ende war? Neulich ging mal der Spruch um, und ich fand das erstaunlich, mit welch weite Wellen diese Aussage der Kanzlerin im Ausland geschlagen hat, das ist das Ende der multikulturellen Gesellschaft, wobei sie sich selbstverständlich nicht auf 9/11 bezogen hat, aber vielleicht sozusagen als Widerhall. Oder war das das Ende des Glaubens, dass wir eine wunderbare, postreligiöse, säkulare Gesellschaft erreicht haben? Nicht in dem Sinn, dass wir irgendwie Staat und Religion feinsäuberlich getrennt hätten, das haben wir ja nun nie getan, sondern eher in dem Sinn, dass Religion uns bedeutungslos geworden ist. Und plötzlich sind wir konfrontiert mit einer Religion, die übrigens sich unbemerkt wieder unter uns befindet. Das ist, glaube ich, gestern während des Panels von Leuten, die wir vorher als Gastarbeiter bezeichnet haben, natürlich in dem Glauben, dass sie irgendwie ihren Status als Gast mal aufgeben und wieder in ihre Heimat zurückkehren, was auch immer das sein mag, die wir dann immerhin zu Türken gekrönt haben, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt sozusagen eine Promotion gewesen ist oder nicht, aber denen eigentlich damit auch klar gemacht haben, dass sich der Gaststatus nicht verändert hat. Und schließlich haben wir sie dann als Muslime wahrgenommen und damit als Vertreter, und das eben geht wieder in diese, der Versuch, Islam und Islamismus wirklich feinsäuberlich zu trennen, als Vertreter einer Religion, die plötzlich potent daherkommt und gleichzeitig die uns erschreckt, weil sie eben bedeutungsvoll ist für die Einzelnen, aber eben auch als Teil einer politischen, ja, ich wollte noch nicht mal sagen Bewegung, ich glaube, das konnten wir nach 9/11 noch nicht ganz ausmachen, zumindest einer politischen Kraft, die wir noch nicht kapieren können. Was war nach 9/11 in Deutschland zu Ende, wenn überhaupt? Also ich glaube, zum einen muss man sehen, dass der Diskurs, wie in Europa gepflegt wird, sich unterscheidet vom Rest der Welt, was die Rolle der Religion angeht. Wir haben da eine relative Ausnahmeerscheinung hier. Das heißt, wir haben ja gerade schon gehört, dass in Amerika die Bedeutung der Religion eine völlig andere ist, als es in Europa der Fall ist. Das heißt, bei uns, um es mal grob zu vereinfachen, also jetzt sehr vereinfacht, ist bei einem Teil der Öffentlichkeit die Haltung, je weniger religiös, umso aufgeklärter, umso moderner, umso zivilisierter. Umgekehrt, je religiöser, umso anfälliger für Fundamentalismus und für jede Art von Rückständigkeit. Wenn man das überträgt auf die Muslime, bei denen der Grad an Bekenntnis zur Religion offensichtlich ein anderer ist als bei der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft und als Zielvorgabe quasi definieren würde, zu sagen, damit ihr richtig dazugehört, müsst ihr euch quasi von der Religion verabschieden. Dann formuliert man ein Ziel, das nicht erreicht werden wird und sorgt sogar eher dafür, dass der Religion eine Rolle zugewiesen wird, die sie eigentlich gar nicht verdient. Weil man nämlich auch nicht Aufgabe des Staates ist, jemandem zu sagen. Mal ganz abgesehen davon, dass in einer säkularen Gesellschaft, in einer modernen Republik, man eigentlich den Diskurs auch nicht primär vom Staat versus Religion führen sollte, weil der Staat, also nach dem deutschen Staatskirchenrecht eben, wenn man so will, eine Äquidistanz haben sollte zu den Kirchen, aber eben nicht eine Hierarchisierung von Religionsgemeinschaften. Also was ich damit sagen will ist, wir haben im Prinzip eine Situation seit dem 11. September, nicht nur bei uns, aber auch bei uns sehr stark, dass wir im Grunde monokausal alle Art von Probleme in der Gesellschaft unterschiedlichster Art, ob es soziale Probleme sind, ob es Probleme sind, die kulturelle Art sind, welche auch immer, mit dem einen Faktor Religion erklären. Und das wird aber der Vielfalt an Problemen natürlich nicht gerecht. Und nochmal, das weist der Religion eine Rolle zu, die sie überhöht. Ich will ein persönliches Beispiel dafür geben. Ich hatte zwei Gelegenheiten, die frühere amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice mal zu treffen. Ich erzähle die Geschichte immer gern, weil sie so ein bisschen symbolisch steht für einen Veränderungsprozess in der Wahrnehmung. Das erste Mal, da war ich noch eingeladen als Politiker mit anderen zusammen aus der Wissenschaft, aus der Publizistik, Medien etc.
und es gab eine spannende Diskussion über die amerikanische Außenpolitik. Beim zweiten Mal wurde ich wieder eingeladen, aber auf dem Kuvert stand nicht mehr drauf Cem Özdemir Politiker, sondern Muslim Leader. Das heißt, ich bin zwischenzeitlich zu einem Muslim Leader geworden. Haben Sie das vorher gewusst, dass Sie das sind? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht nur nicht, sondern ich habe mich natürlich auch gefragt, was mich qualifiziert zum Muslim Leader. Sie hatten keinen Bart zu der Zeit. Ich hatte keinen Bart, mir stand er nie, der wuchs mir nie so gut wie Herrn Barners. Ich beneide Sie, es hat bei mir nie so gut funktioniert. Ich habe mich dann gefragt, nimmst du die Einladung jetzt an als Muslim Leader oder nimmst du sie nicht an? Aber die Neugierde hat gesiegt, weil ich wissen wollte, wer sind denn die anderen Muslim Leaders in Deutschland? Ich kenne sie nicht. Waren Sie über die anderen genauso überrascht wie über Ihren eigenen Status? Ich war über die so überrascht, wie die über mich überrascht waren. Weil was ich fand, waren im Grunde fast ausschließlich Leute so wie mich. Also Leute, die einen Hintergrund haben in dieser Gesellschaft, dass sie Kulturmuslime sind. Also in einer muslimischen Familie geboren und aufgewachsen sind und in der Bundesrepublik Deutschland in unterschiedlichen Formationen, aber eben mit einem inländischen Bewusstsein hier gesellschaftlich oder politisch aktiv sind. Und ich habe die dann natürlich auch immer gefragt, was machst du hier? Dann haben die gesagt, wieso, du bist ja auch hier. Und jetzt kommt aber der spannende Punkt, was mich nochmal zu Ihrer Frage leitet, was den Dialog auch so schwierig macht. Der Einzige, der eigentlich autorisiert war, halbwegs zu Recht dort zu sitzen, war ein Vertreter der türkischen Religionsbehörde DİTİB. Das war der Einzige, der war auch mit eingeladen. Das war aber zugleich auch der Einzige, der nicht richtig Deutsch konnte. Und das war auch der Einzige, der an der Diskussion nicht teilnehmen konnte. Der saß nämlich da und hat die ganze Diskussion nur zugehört und irgendwann mal griff er in seine Jackeninnentasche. Die amerikanischen Sicherheitsbeamten wurden schon etwas nervös, wenn ein Muslim in die Jackeninnentasche greift. Ist immer gut, genau hinzuschauen, was rauskommt. Er hatte keine Kabel am Körper, also insofern war Entwarnung angesagt. Ich möchte nicht das Wort sagen von Eva Koscher, oder? Whatever. Jedenfalls, er packte solche Dokumente aus und ich dachte schon, er übergibt die jetzt an Condoleezza Rice, aber er hat das dann vorgelesen. Also er las ein mehrseitiges Erklärung oder was auch immer vor, was ihm wahrscheinlich aus Ankara zugeschickt wurde, quasi als Beitrag zum Dialogsprozess. Das heißt, da waren Menschen mit deutsch-türkischem Hintergrund, die mehr oder weniger säkular sind und hier erfolgreich oder nicht erfolgreich Teil dieser Gesellschaft sind und vermutlich nicht diejenigen sind, mit denen man diskutieren sollte über Modernisierungsdefizite im Islam. Und dann war da ein Vertreter, der die Muslime in der Bundesrepublik Deutschland vertreten sollte, aber ein Regierungsbeamter aus der Türkei, der nicht Deutsch sprach und vor allem auch nicht wirklich was beisteuern konnte, außer dass er was über die türkisch-amerikanischen Beziehungen gesagt hat. Das symbolisiert so ein bisschen das Problem, das wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, weil wir nach dem 11. September auch das Problem haben, dass es einen vermehrten Gesprächsbedarf gibt, aber das Gespräch gesucht wird, im Prinzip mit zwei Extremen. Das eine Extrem, das ist das, über das Herr Barners geschrieben hat, das sind die sogenannten Islamkritiker, die gnadenlos übers Ziel hinausschießen, wo dann ein Diskurs auch intellektuell einfach keinen Sinn mehr macht, weil es im Prinzip nicht mehr viel bringt und auch manchmal auch eine Provokation oder Provokation willen ist, wie bei Broder, also gar nicht mit der Intention eines Veränderungswillens oder eines Gestaltungswillens. Und auf der anderen Seite werden primär Leute eingeladen, die jede Art von Stereotyp erfüllen. Und das breite Leben zwischendrin, wo ich die Mehrheit verorten würde, findet eigentlich nicht mehr statt. Das heißt, man wird gezwungen, sich zwischen den zwei Polen zu entscheiden. Entweder ich bekenne mich endlich, dass ich irgendwie auch was mit den Islamisten zu tun habe, oder ich schwöre der Kultur meiner Eltern ab. Und zwischendrin muss es aber doch noch was Drittes geben. Genau, und das ist im Prinzip genau das, worüber wir uns seit dem 11. September unterhalten. Gibt es zwischen Necla Kelek und Henrik Brode auf der einen Seite und auf der anderen Seite, vielleicht wird das manchen hier aus der deutschen Debatte was sagen, da gab es mal diesen Imam aus Leipzig, der eine Zeit lang durch alle Talkshows geisterte und solche komischen Gestalten aus der islamischen Seite, gibt es zwischendrin noch was? Und ich behaupte, die gibt es nicht nur, sondern ich sehe die, ich kenne die und ich behaupte, sie sind die Mehrheit. Aber sie haben es zunehmend schwierig,
vorzukommen und ihre Stimme zu erheben. Womit wir genau bei dem Thema sind, dass wir, glaube ich, jetzt hier auch ausweiten sollten und wirklich versuchen abzustecken, nämlich die Räume der Debatte. Denn wenn es ein Angstdiskurs von vornherein ist, dann ist vollkommen klar, dass wir die Räume ins Unendliche verschmälern, und zwar von beiden Seiten. Also es gibt Angstdiskurs plus Political Correctness, die im weitesten Sinne wahrscheinlich damit zu tun hat. Das heißt, die Frage an Sie alle hier auf dem Plenum, weil Sie schon in den Startlöchern sitzen, beginnen wir mit Ihnen, bevor wir es dann auch zum Publikum öffnen, ist, wie können diese Räume erweitert sein? Und ich glaube, dass sich die deutsche Situation hier wahrscheinlich gar nicht so sehr von anderen Situationen unterscheidet, nämlich in dem Pol zu sein zwischen, welche Diskurse finden innerhalb des Islam überhaupt statt? Wie können wir uns mit denen bekannt machen? Wer sind die Leute, mit denen wir reden wollen und die wir doch wählen sollten? Wenn es eine anständige Debatte ist, muss man sie ja doch wohl wählen aus allen möglichen verschiedenen Strömungen, Meinungsfeldern etc. Das Dritte ist, wie können wir das verhindern, dass wir auf der einen Seite den Angstdiskurs haben, meistens von muslimischer Seite, der heißt, ich äußere mich gar nicht dazu, das ist mir zu sehr Minenfeld, denn die Konsequenz, die ich im Zweifelsfall damit tragen muss, ist, dass ich entweder als Islamist von der einen Seite verunglimpft werde oder aber als Verräter an meiner Tradition von der anderen Seite. Das ist keine schöne Situation, in der man sein kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch nicht nur Unwissenheit herrscht, sondern auch Furcht, Fragen zu stellen. Es gibt ja auch so etwas Ähnliches wie einen falsch verstandenen, zuvorkommenden Multikulturalismus, der sich gar nicht mehr traut, Fragen zu stellen, die aber gestellt werden müssen. Nämlich schon in der Tat kein Abschwörungsritual, sondern wie wollen wir es denn halten mit der Abgrenzung zu politischen Totalitarismen, die den Islam für sich vereinnahmen? Wie kann ich mich davon distanzieren, weil es eben auch um die Rettung meiner eigenen Religion geht? Jenny, vielleicht wollen Sie anfangen. I was just going to add that this raises, I think, the fundamental problem that what a decade after 9/11 has produced is it's produced a discourse, and everything that happens is debated within that box. So the discourse never changes. What changes are the events. So if it's an attempted bombing, or if it's a mosque being built on the site of 9/11, I mean, which was a huge controversy in the United States. I'm not sure if you read that much about it extensively in the German press, but this completely polarized American society, the debate over this mosque. But the point is that the polarization was there already. So everyone is locked in their positions now, and the debate changes to some degree in terms of its degree of intensity, but everyone just waits for the next event to put in the box in which it's debated. And I think that this speaks to what you were saying as well. So Muslims have a choice between, as you said, you know, sort of denying being a Muslim or denying Islam or being an Islamist. And I think that that's the box that the debate has created for Muslims. That a box that the debate has created for Americans is you're either a Muslim apologist or you're on the right. And so it's a big challenge to try to change the box, but I think that's the fundamental problem. How would you do that anyway? I mean, that's the question we like in the West. What can the West do about this? So it's the WDWD question. Well, I think that it goes back to what we were talking about a little earlier, which is that this issue, for me, is about religion. And it's an internal Muslim debate. And I think that what the West can do is take this out of a political context and talk about it in religious terms. What Muslims can do is to talk about this internal theological debate that goes on. That, you know, are extremists Muslims? That's a big question. That question needs to be answered by Muslims. But in the United States, it's never answered. The way it's answered is Islam is a religion of peace. But that's not getting at the question. I mean, I don't know how it's answered in Europe. But so I think that would be one way to begin to reconstruct the box or do away with the box. Ich will da gerade anknüpfen, weil in Europa ist der Diskurs nicht so unterschiedlich. Ich kann diese offiziellen Verlautbarungen der offiziellen Funktionäre auf der muslimischen Seite eigentlich nicht mehr hören, dass man immer sagt, Islam ist eine Religion des Friedens.
Terrorismus hat keine Religion. Diese Sprüche, die sind so richtig wie banal, aber sie lösen kein Problem und sie helfen uns in der Sache nicht weiter. Ich glaube auch, dass der Appell an die Presse, die Medien mögen anders Bericht erstatten, auch nicht funktioniert, weil sie da eine Funktion erfüllen. Ich glaube, das Einzige, wie man tatsächlich etwas ändern kann, das ist, dass quasi die Muslime in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Ländern ihre Religion selber definieren, wenn man so möchte. Das heißt, die Definition über die Religion nicht anderen überlassen. Weder der Mehrheitsgesellschaft überlassen, noch denjenigen, in Anführungszeichen, in der eigenen Community, die sich das Recht rausnehmen, für die anderen stellvertretend zu sprechen. Das scheint mir der erfolgversprechendste Weg zu sein. Und da gibt es eine Menge guter Nachrichten, die oft übersehen werden. Wir erleben zurzeit in vielen Moscheegemeinden einen Generationswechsel von Leuten, die der zweiten, dritten und folgenden Generation angehören, die exzellent Deutsch sprechen und die mehr oder weniger heimisch sind in den Kommunen, in denen sie sind und oftmals einen relativ guten Prozess, Dialogsprozess haben mit den nicht-muslimischen Gemeinden, mit denen sie zusammenleben. Also da ist es nicht so, dass alles schwarz in schwarz ist. Es gibt einen spannenden Prozess, der übrigens von den USA angestoßen wurde, der gegenwärtig geführt wird angesichts dessen, dass viele Moscheen in Deutschland Hinterhofmoscheen waren. Und jetzt die Phase ist, dass viele ein repräsentatives Gebäude bauen wollen und nicht mehr im Industriegebiet irgendwo im Hinterhof sein wollen. Dass bei diesem Versuch, eine Moschee zu bauen, kritisiert wird und in Frage gestellt wird, ob es denn unbedingt eine schlechte Kopie der Moscheearchitektur der Türkei sein muss. Die ja übrigens für sich genommen nichts anderes ist als eine Kopie der byzantinischen Basilika. Das ist ja keine islamische Erfindung. Der Prophet hat ja nicht gesagt, wie die Moschee auszusehen hat. Die Kuppel ist keine Erfindung des Propheten. Das glauben vielleicht viele vom offiziellen Staatsislam der Türkei, aber das ist nirgendwo vorgeschrieben. Das heißt, warum nicht eine moderne Architektur entwickeln in Deutschland? Und da finden sich jetzt gerade ganz spannende Dinge, wenn man interessanterweise, das ist auch wieder ein spannendes Beispiel für Wahrnehmung, die Moschee, die in Duisburg unter großem Tamtam mit dem damaligen Ministerpräsidenten eröffnet wurde, ist von der Architektur her eine sehr traditionelle, unspektakuläre, uninteressante eigentlich auch, bitte nicht zitieren. Während die in Köln, hoch umstritten, eine extrem spannende Moschee ist, von einem nicht-muslimischen Architekten gebaut, mit sehr viel Licht, sehr transparent und als Grüner freut mich das natürlich, unter Nutzung von Erdwärme. Also leisten ihren Beitrag zum Wechsel der Energien. In Bayern gibt es eine Moschee, die dort in der Nähe von München gebaut wurde, wo ich aufs Dach steigen durfte, um die Solaranlage einzuweihen. Warum haben die das gemacht? Weil sie gemerkt haben, dass ein rein appellatives Vorgehen an die Medien, hab keine Vorurteile, böse, 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 ändert nichts. Man muss machen. Man muss einfach selber seinen Beitrag leisten in der Gemeinde, in der man ist, um Vorurteile abzubauen, um sich zu öffnen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als das gute Beispiel, das zu ändern. Jetzt muss ich aber um etwas Wasser in den Wein oder in das Glas Lassi oder Ayran zu gießen, sagen, genau der Imam dieser Moschee steht in Bayern immer noch im Verfassungsschutzbericht. Mhm. Also quasi einer der modernsten Imame, die wir gegenwärtig haben in Deutschland, der innerhalb der muslimischen Gemeinde, wenn man die Medien liest, ich lese die ja, nicht unumstritten ist, weil er dafür kritisiert wird, dass er diesen Modernisierungskurs geht, genau der steht in Bayern im Verfassungsschutzbericht. Also eine sehr tolle Form der Ermutigung für den Öffnungs- und Reformprozess, kann man ja nur sagen. Ich glaube, das war indeed Wasser im Wein. Doyle, how can we open the spaces of debate and discourse from your point of view? The whole the question of women should be central. When you have extremist or politely called orthodox or conservative views of Islam, I do think the issue of women has to be raised. I'm sure you're discovering that the Muslim community is hugely diverse. I think this is its greatest strength, in its diversity. A lot of us call ourselves, as we did, cultural Muslims, and we mean that. It's both things. You cannot really separate the expression
of Islam anywhere in the world from its culture, hence desert Islam, which is just one specific expression of it. So that should certainly not be allowed to take over. I think I want to add nuance to this regarding your point about the internal debate theologically. Yes, indeed, at one level it is, but actually, in my assessment, the real debate is cultural Muslims versus professional theologians, which is, again, a recent development. We need to keep this in mind. I mean, when the earliest immigrants came to Europe, who was lead? Friday prayers were still said. Who led those prayers? There were no professional imams. There were no trained imams. It was whoever was within the community who would lead the Friday prayer, the shopkeeper possibly in whose back rooms the congregation had got together. That is the essence of Islam. There are no professionals. One more thing that I noticed here in Europe, which I, as a psychologist, apart from everything else, think you need to be very careful about, is again this replication of the professional priest, in this case, the imam, following the same Christian model, which is you pick up 18-year-olds, send them to seminaries, four-year, three-year programs, and they come out qualified, in a way, on matters of religion. Again, I think this is, we know what has happened, say, in the Catholic Church. That is something else. But again, incidentally, with all those these news coming out on pedophilia and so on, nobody has ever suggested that Catholicism is somehow a bad thing, which is correct. The issue is men having exclusive authority over young kids. So I would say the same should be seen for Islam, that if a few people more than a billion Muslims, you're still talking big numbers, but they're nevertheless proportionately very few people. So this wholesale sort of you are either with us or against us, or the box, as you call it, which has emerged because of the acts of a few people who, let me remind you again, primarily 9/11, it was Saudi Arabia. These guys were they were not representative of the Muslim world. Yeah, some Egyptians, but Saudis, but certainly not representing the Muslim world. So I think these things need to be kept in mind. I think it's a terrible idea to have young males being groomed to have leadership positions in terms of explaining Islam and so on. I think we all know most young males that age and much later have religion is not a primary concern, it's something else, it's all sex. So I think generally these are things which I notice when I look with apprehension at Europe when I see these sort of things happening, of picking up young men to train them as teachers of Islam or as imams. I'm not so sure that this is a sensible policy, and cut it off completely from culture. Patrick Barners, ich habe noch eine Frage an Sie, die uns vielleicht hilft, nochmal klarer zu sehen, was tatsächlich unmittelbar oder mittelbar mit 9/11 zu tun hat und wo unter Umständen Motive oder bestimmte Phänomene immer wieder auftauchen, die wir eigentlich schon kennen müssten. Als Cem Özdemir mir gerade über die Moscheen gesprochen haben, habe ich natürlich zuerst dran denken müssen an zweierlei Geschichten. Das eine ist die Geschichte der Synagogen, man muss sich nur Berlin angucken, oder auch der katholischen Kirchen. Das heißt, wir haben sozusagen als historischen Vorläufer den Kirchenkampf. Diejenigen von Ihnen, die Berlin kennen, denen wird es vielleicht nicht aufgefallen sein, aber die meisten katholischen Kirchen sind architektonisch in die Häuserzeile eingebaut, weil es nicht erlaubt war, katholische Kirchen offen auf einem freien Platz in Berlin zu bauen. Die einzige Ausnahme ist die Ludwig-Kirch-Kirche am Wilhelmsplatz. Es ist interessant. Also, und Synagogen ist natürlich auch eine hochinteressante Geschichte von sozusagen der versteckten Synagoge irgendwo im Hinterhof zu einem Prachtgebäude wie dem Zentrum Judaicum, in dem ganz klar auch festgestellt wird, wir haben übrigens einen orientalischen Hintergrund. Man nimmt also mit der Kuppel, mit dem Davidstern anstelle des Halbmondes im Grunde genommen und vielen anderen Ornamenten, die da drin sind. Das heißt, man nimmt ein Vorurteil auf,
Nämlich, ihr gehört gar nicht zu uns, ihr gehört in eine andere kulturelle Identität, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Man nimmt es nicht nur auf, man spielt sogar ganz offen damit. Also haben wir im Grunde genommen etwas Elemente, die wirklich nicht nur mit 9/11 zu tun haben und dem politischen Extremismus, der sich des Islams auch bedient und damit auch Attraktion findet, sondern haben wir da Elemente drin, die wir eigentlich immer wieder und wieder spielen, wenn es darum geht, das andere, das Fremde in unsere Gesellschaften mit hineinzuholen und dabei ganz offensichtlich große Schwierigkeiten haben. Ja, der 11. September ist selbstverständlich auch hier in Deutschland nicht nur von den Politikern, sondern auch von der Bevölkerung. Jeder erinnert sich daran, auch als Angriff auf uns alle und auf die freie Welt verstanden worden. Und das, was man vielleicht so als ein wenig immer etwas pathetische, möglicherweise doch etwas übertriebene Formulierung im Ohr hatte, es gibt eben die freie Welt, deren Vormacht Amerika ist. Das hat, so ist es jedenfalls mir gegangen, es war dann ganz selbstverständlich, auch so zu denken, nach diesem politischen Angriff von Attentätern, die aber, wo man eben aber auch nicht darüber hinweggehen kann, dass die eben Muslime sind und aus ihrer spezifischen Interpretation eben auch ihrer Aufgaben als fromme Muslime zu dieser Tat geschritten sind. Aber trotzdem würde ich Ihnen absolut recht geben, dass vielleicht der 11. September als solcher noch gar nicht alleine diese Veränderung bewirkt hat und dass es auch Probleme sind, die uns dann im Alltag näher sind als eine Terrorismusgefahr, die dann ja doch trotz allen modernen Möglichkeiten des Terrors abstrakt bleibt. Und der Terrorismus selbst ist ja auch kein neues Phänomen und auch die europäischen Gesellschaften im 19. Jahrhundert, auch der Anarchismus hatte ja eine erstaunlich hohe Zahl von Todesopfern gerade auf der höchsten Ebene von Fürsten und Politikern. Und wir erinnern uns eben auch an die zwar schreckliche und bleierne Zeit der 70er Jahre in Europa mit dem Terrorismus, wo man aber auch dieser spezifischen Herausforderung letztlich eben widerstanden hat und sie dann doch nicht so wirklich in den Alltag hineingenommen hat. Aber ganz anders, sehe ich es jedenfalls, meine ich mich zu erinnern, hat der Karikaturenstreit gewirkt. Haben diese Bilder gewirkt von der berühmten arabischen oder muslimischen Straße, als man dann eben im Fernsehen sah, ja, es scheint tatsächlich oder möglich zu sein oder es war eben wirklich möglich, Massen aufzuhetzen und sie dazu bringen, westliche Botschaften zu stürmen und auf der ganzen Welt zu Todesopfern in mindestens dreistelliger Höhe, indem den Leuten einfach eingeredet wurde, es seien da blasphemische Karikaturen über den Propheten veröffentlicht worden in Dänemark. Und wir wissen alle, dass die eigentliche explosive Kraft dann erst kam, als man dann das verschärft hat und Bilder darunter gemischt hat, die so blasphemisch tatsächlich zum Teil diese Bilder gewesen sind aus Dänemark, die da gar nicht dabei waren. Also da kam dann dem Alltag dann sozusagen plötzlich diese Gefahr dieser Vermischung von Politik und Religion und dass eben diese Lebensform des Islam dann tatsächlich eben nicht diese Schrumpfform von Religion ist, die auf etwas wesentlich Spirituelles und Liturgisches dann konzentriert ist. Das hatte man dann, dass das sozusagen die Weltpolitik beschäftigt, hatte man mit dem 11. September verstanden, aber ich glaube, es war dann doch der Karikaturenstreit. Vielleicht sehe ich es etwas überscharf jetzt als Journalist, der dann natürlich unmittelbar, was die Meinungsfreiheit angeht, von betroffen war. Aber da schien tatsächlich sozusagen dieser Kurzschluss zwischen den islamischen diktatorischen Regierungen, die da ganz zynisch ja operieren, Und auch das Uninformierte, der künstlich uninformiert gehaltenen Bevölkerung ausnutzen, das schien dann tatsächlich eine bedrohliche Masse eben zu bilden, auch mit den Muslimen, die sich halt in den westlichen Ländern dafür auch mobilisieren ließ. Und das hat dann in einer ganz anderen Weise tatsächlich mit dem Alltag zu tun, als eine
Terrorgefahr, gegen die man sich im Alltag halt, die einen auch im Alltag betrifft, am Flughafen, aber wo man ja doch dann sagen kann, na gut, das kann man eben noch in Kauf nehmen, dass man am Flughafen dann, wenn es wirklich nötig ist, wenn die Sicherheitsbehörden dafür Gründe haben, dass man halt eine halbe Stunde länger wartet. Ich wollte ganz gerne noch mal eines fragen, weil das auch eigentlich angeklungen ist. Das hat ja auch im weitesten Sinne mit der kulturellen Identität zu tun. Wenn Sie gerade den Karikaturenwettstreit erwähnen, dann geht es ja im Grunde genommen dann tatsächlich um die spezifische Debatte in den westlichen Ländern, in der man durchaus sagen kann, wir dürfen bestimmte Dinge einfordern. Joschka Fischer hat das neulich mal bei einer Veranstaltung gesagt, es geht um das Recht, erstmal um das Recht und das, was in der Verfassung steht. Und in der Verfassung steht selbstverständlich die Meinungsfreiheit verankert, wobei wir noch nicht geklärt haben, wo, wenn bestimmte Artikel des Grundgesetzes mit anderen kollidieren, was wir dann zum Beispiel mit Religionsfreiheit, wie wir da weitergehen wollen. Aber im Großen und Ganzen steht darin das Recht, und das ist natürlich selbstverständlich auch das Recht auf Meinungsfreiheit, das ein Recht auf Blasphemie sogar noch mit einschließt. Ne? Das dürfen wir hier machen, das haben wir schon eine ganze Weile gemacht, das wollen wir uns mitnehmen lassen. Wir dürfen der katholischen Kirche gegenüber blasphemisch sein. Wir haben ja nicht nur die Freiheit der Religion, wir haben ja auch die Freiheit von der Religion. Aber es ist ja umgekehrt auch was passiert, und das ist ja in den ganzen sicherheitspolitischen Panels während der Tagung angeklungen. Wir sind ja über die Debatte in unseren Gesellschaften hinausgegangen, die da heißt, was wollen wir an demokratischen Rechten, an Einhaltung von demokratischen Rechten, an Grundverständnis zu unserer Grundordnung einfordern? Sondern wir sind ja weitergegangen und gesagt, Moment mal, wenn wir Social Engineering sozusagen, und nicht nur das, wenn wir jetzt anderen Gesellschaften mal ordentlich auf die Sprünge helfen, und zwar sogar mit militärischem Einsatz, selber demokratisch zu werden, dann haben wir vielleicht auch das Sicherheitsproblem nicht mehr. Die Frage für mich aber jetzt spezifisch für dieses Panel an Sie alle wäre, wie weit hat dieser Umkehrschluss, dieser wahrscheinlich sehr fatale Umkehrschluss, auch geholfen, diese Debattenräume, von denen wir gesprochen haben, enorm einzuengen, weil man das eben als Angriff auf den Islam missverstehen konnte, selbst wenn er so vielleicht nicht gemeint war. Und das Zweite ist, wenn wir schon die Tür zumachen, gewisserweise können wir sie auch wieder aufmachen, inwieweit würden Sie sagen, dass die Rebellionen in den arabischen Ländern dazu beitragen, dass wir das wieder öffnen, weil diese Grundannahme, diese dämliche Grundannahme, die oft getroffen worden ist, wie Islam und Demokratie sind nicht miteinander vereinbar, hier wird uns ja gerade genau das Gegenteil bewiesen, oder zumindest gibt es einen Anfang dessen, was man verstehen kann. Wir wissen noch nicht genau, wie es vereinbar war. Das einzige Beispiel, das wir so weit haben, ist Indonesien, aber warum denn eigentlich nicht? Was spreche dagegen? Also wird dadurch der Diskursraum wieder geöffnet? Und vielleicht fangen wir noch mal einmal an, so quer durchs Panel, und dann öffnen wir natürlich zu Ihnen. Daniel, wollen Sie anfangen? Well, you mentioned so many complicated topics, but let me try to address. The foundation is very good. That's right. I'll try. I think that the one point that you made, which is really significant, is this is about the collision of freedoms and how people perceive their freedoms, in addition to everything else we've said. And I think that that's a big challenge. How do we reconcile what Muslims consider to be their freedoms and what non-Muslims consider to be their freedoms? Because that's, I think, where the collision occurs. And how is that going to be reconciled? I don't know. I mean, the problem is that I think the definition of this freedom continues to change, and every sort of event, going back to the different events or the benchmarks that sort of spark this debate, you can see that the definitions of freedom change. You know, I mean, I'll just use the mosque again, this proposed mosque that is being, we assume, built somewhere in New York, maybe on the site of 9/11. The question in the public debate in America was, A, should Muslims be allowed to build a mosque anywhere they choose? And B, should they be allowed to build it on the site near 9/11? Those are two different questions, which were answered differently. Most Muslims, although there was a lot of criticism actually about the imam who started this whole project, because Muslims internally felt that he was being a bit provocative. You know, why would you
I mean, it is a provocation to choose that site to build a mosque. Is it his right? Is it his freedom to do so? Yes. According to the opinion polls, most Americans said Muslims have the right to build a mosque anywhere they choose. But when asked the question, should the mosque be built at this site, a majority said no. So it'll be interesting to see what happens in this case and how freedom is redefined. But I think that that's sort of a major point that, you know, that we need to deal with as societies going forward. Which, again, would sort of include much more knowledge about how freedom within a Muslim community, which is non-existent anyway, or different Muslim communities is debated anyway. So we need much more background information on that, I assume. Jim. If we look to the history of the country, dafür ist Heinrich Böll bekannt, wahnsinnig sophisticated und offen und multikulturell, ja. Yeah. What would we do without Heinrich Böll Foundation? We would have to invent the Heinrich Böll Foundation. Wenn man sich die Geschichte unserer Länder betrachtet, dann ist die Freiheit hier häufig nicht immer nur mit, sondern häufig auch gegen die Kirchen erkämpft worden. Aus dieser Tradition heraus hat sich etwas entwickelt. Und ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt in der Phase sind, ich habe es ja vorher angedeutet, dass manche quasi jetzt mit einem solchen Impetus an die anderen rangehen. Also was ist die Intention von Ilans Posten? Ich meine jetzt nicht die Karikaturisten, sondern ich meine diejenigen, die entschieden haben, dass man diesen Wettbewerb ausrufen sollte und dann sich nur überlegt haben, wie kann man dafür sorgen, dass die Provokation auch tatsächlich als solche verstanden wird, indem sie das dann nochmal an die entsprechenden Verbände geschickt haben, nach dem Motto, jetzt empört euch doch aber bitte auch. Und die dann aber auch genau das gemacht haben, die Rolle, die für sie vorgesehen war. Also was ist die Intention? Ist die Intention, dass man zur Modernisierung in der, in Anführungszeichen, muslimischen Welt beiträgt? Ist die Intention, dass man der Meinungsfreiheit zum Durchbruch verhilft? Ist die Intention, dass man sowas wie eine Art zeitgemäße Interpretation des Islam mit dem Wissen, das uns heute zur Verfügung steht, also das, was das Christentum unter großen Schmerzen mit der sogenannten historisch-kritischen Exegese da gegen die Verbalinspiration durchgesetzt hat. Ist das unsere Intention? Meine Antwort, nein, das ist sicherlich nicht die Intention gewesen. So aus der Provokation oder Provokation willen mit all den Implikationen. Wenn das das Ziel wäre, was ich gerade versucht habe zu definieren, da muss man sich auch die Frage stellen, was sind die Mittel, die zu diesem Ziel führen? Und da lande ich bei anderen. Da lande ich nämlich bei der Grundannahme, dass, ich glaube, bis dahin sind wir uns alle einig, dass der Islam nun mal ein Bestandteil dieser Welt ist. Selbst wenn die sogenannten Islamkritiker recht hätten, dass der Islam per se reformunfähig ist oder ein Problem damit hat, in der Moderne anzukommen, was wären die Konsequenzen daraus? Die Konsequenz daraus müsste ja dann quasi sein, dass wir uns auf den Dritten Weltkrieg vorbereiten. Das kann ja wohl nicht die Botschaft sein. Also gibt es doch gar keine Alternative dazu, dass man nach Anknüpfungspunkten sucht in der sogenannten islamischen Welt, wo es Menschen gibt, die für ähnliche Werte sich einsetzen wie die Menschen in der sogenannten westlichen Welt. Und wie man Brücken baut und sich überlegt, wie kann man denen helfen und nicht, wie kann man denen das Leben schwerer machen. Was wir allerdings erleben bei diesen Beispielen, von der Karikaturenkrise angefangen bis zu der Debatte der Islamkritiker in Deutschland, ist im Prinzip nichts anderes als im Ergebnis, dass man denjenigen, die sich dort für Modernisierung und für Reform einsetzen, das Leben schwerer und nicht einfacher macht. Und bei manchen habe ich schon fast das Gefühl, ohne dass ich jetzt ein Freund von Verschwörungstheorien wäre, dass das quasi eingepreist ist. Oder zumindest nicht dran gedacht. Ja, ist die Frage, was besser ist oder schlimmer ist. Also jedenfalls, glaube ich, muss man nochmal zurück zum Ziel. Was ist unser Ziel? Und wenn es so ist, dass wir auf einem gemeinsamen Planeten leben und dass die Welt kleiner wird und dass die Zahl der Muslime nicht geringer, sondern größer wird, dann muss doch unser Ziel sein, dass wir bei denjenigen, die bei uns leben und bei denjenigen, die nicht bei uns leben, sich diejenigen, wie gesagt, durchsetzen, die an die Werte der Demokratie, die Vereinten Nationen als universelle Menschenrechte festgehalten hat, die daran glauben. Und die gibt es nun mal in allen Kulturen, im christlichen, jüdischen, muslimischen wie anderen Bereichen. Das muss das Ziel sein. Und ich warne dringend davor, dass wir die Definitionsgewalt denen überlassen,
die die Grenze entlang der Religion ziehen. Das heißt, die die Grenze ziehen entlang dessen, wer zur einen oder zur anderen Religion gehört, denn dann wird man verlieren. Das ist übrigens auch genau das, was die Bin Ladens wollen oder seine Nachfolger. Also, du hast ja recht, wenn du sagst, dass im Prinzip der Kampf ja ein innerislamischer Kampf ist. Das heißt, es geht ja um die Frage, wer setzt sich da durch, mit welcher Lesart. Und ich finde nicht, dass der Westen quasi, wenn man so will, über Bande spielen sollte mit den Islamisten und mit den Fundamentalisten. Deshalb kann ich nur dringend davor warnen, dass wir diesen Diskurs so führen, wie er gelegentlich geführt wird oder überwiegend geführt wird, mittlerweile schon fast, dass man eben einen sehr polarisierenden Diskurs hat. Sondern unser Ziel muss es sein, dass sich die Modernisierer, die Aufklärer durchsetzen. Und das sind gar nicht so wenige, ganz im Gegenteil. Und die schauen auf den Westen und oftmals kriegen sie nicht die Antwort, die sie sich erwünschen würden. Es gibt ja jetzt eine gute Nachricht angesichts der Ereignisse in Nordafrika und in vielen Ländern der arabischen Welt. Da hat man zum ersten Mal gesehen, dass die Träume, die die Menschen haben, so unterschiedlich gar nicht sind. Das heißt, die Träume dieser Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, ja sogar bereit waren, mit ihrem Leben für Demokratie zu bezahlen. Was kann es für ein stärkeres Signal geben für Demokratie als der Einsatz der eigenen Gesundheit? Dass die Träume dieser Menschen eben im Kern auch dieselben Träume sind, die Träume nach Wohlstand, die Träume, dass die Kinder in einer besseren Welt leben, dass sie nicht arbeitslos werden, dass sie eine Perspektive im eigenen Land haben, ohne das Land verlassen zu müssen und so weiter. Und ich finde, daraus ergibt sich eine wahnsinnige Chance für uns, dass wir da was umkehren können. Ich bin mir noch nicht sicher, dass der Westen das in seiner Gänze verstanden hat, welche Chance eigentlich in diesen Ereignissen liegt. Durek, credibility has been one of the keywords during a number of panels this morning, but also yesterday evening. Credibility, how can we make sure that we either remain or that we get, we as the West, more credible when it comes to the debate about different freedoms, different understandings of freedom, and coming to a common conclusion that would not be to the advantage of the extremist, but to the advantage of those who look for reform, who look for open debate about what exactly it is they want, a debate that is led without any form of violence, but really in a very civil way. So what is it that, again, the West can do? But sometimes it's also about the don'ts. So what is it that we should do, and what is it that we certainly should not do? Some of that has already been said very well by you regarding talking to recognizing, as I said, I hate to draw this parallel again, but I think overall within the Muslim world it's difficult to make generalizations, but I think it's safe to still recognize most human beings everywhere of any religion like living their lives in peace and usually are not obsessed entirely with religion. It just functions in the background. That's the human condition by and large, and Muslims are no exception. So that firstly it's to recognize that the extremists are in many ways still a fraction, a small minority among almost 2 billion individuals. And certainly there are many, many voices out there who are, as I said, it's not just, I think, it's critical to understand this. The issue is not just theology. It is a way of life. That's what the battle is at one level. Hence the hijabs and you know, this tremendous emphasis on halal and haram for born-again Muslims, if that's the term one can use for them. So, but there are many, many other ways of life within Islam, and I do agree there that because the extremists are loud and sensational to look at even, and you know, they tend to draw media attention. Repeatedly, over the last at least 6 or 7 years, I can speak about Belgium for sure, where I spend a lot of time interacting with Muslims and non-Muslims.
many Muslim, moderate, liberal Muslim women organizations have tried to host events, whether they're conferences or many other sort of public events. They're very clued regarding, say, press packages and, you know, how to deal with the media. These are very well-educated Muslim women. And I have been many times part of those events. And in spite of, as I said, having done their homework in terms of contacting the right media people, preparing the drinks, whatever it is that, that media would like to be entertained with, irrespective of that, very, very few people turn up. And these women themselves say, they said, you know, if we were all wearing burqas and shouting at the top of our voices on the street, everyone will be there. So I do think that there is that, that whatever it is, the bias, the role that media play, lots of moderate, I feel a bit, frankly, pissed off having to talk about moderate Muslims and so on. That's the norm. So lots of Muslims out there who are not heard. Let's talk about ordinary Muslims, perhaps. Yes, yeah, that makes yeah, it easier. Yeah, yeah, just ordinary Muslims. But again, who I think it's important to remember some critical things. Still, I know there are exceptions like Tunisia and a few other countries, but the vast majority of Muslims, for example, are non-literate. And sometimes I think all this violence is really the literate, created by literacy, created by the literate mind, whereas folk Islam or indigenous Islam everywhere has never had these issues with other religions or within Islam. In any case, so most of them are non-literate. But among those who are literate, yes, indeed, there are huge numbers who are committed, who are aware, who can articulate these issues. And it's rare for the media to make space for them. And or, as I said, even heard within Europe, when they do want to communicate. I've given you this example about Muslim women. Thank you. Wir wollen an dieser Stelle gerne Ihre Fragen entgegennehmen. Ich darf Ihnen noch einen kleinen Tipp geben. Wir spielen auch auf diesem Panel Haydns Abschiedssinfonie. Tim Özdemir muss 10 Minuten früher gehen, damit er noch einen Zug erwischt. Also wenn Sie Fragen direkt an ihn haben, dann stellen Sie sie bitte gleich. Und ansonsten gelten die Regeln, wie wir in all den anderen Panels auch. Sie stellen sich kurz vor und halten auch Ihre Fragen kurz. Dann können wir nämlich mehr beantworten. Hier vorne war gleich eine. Warten Sie auf das Mikrofon. Hier kommt es schon. Ja, hallo, mein Name ist Kieran Heinemann, ich studiere Geschichte und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität und meine Frage richtet sich direkt an Herrn Özdemir. Sie hatten gesagt, dass der Westen den Dialog mit den Muslimen, mit dem Islam als eine Chance wahrnehmen muss. Wäre ein erster Schritt dafür nicht, dass wir in unserer Gesellschaft Migranten nicht primär als Muslime wahrnehmen und auch als solche adressieren? So wie das, glaube ich, Herr Barnes, wenn ich ihn richtig gelesen habe, in seinem Buch ja auch anmahnt. Wir adressieren ja unsere anderen europäischen Nachbarn ja auch nicht immer unbedingt als Christen, wenn Sie da beide vielleicht etwas zu sagen könnten. Ja. Wollen wir erst sammeln, dann recken Sie mal die Hände, damit ich sehen kann, wer noch was zu fragen hat. Es sei denn, Sie wären alle schon so erschöpft von den vorhergegangenen Diskussionen, was ich Ihnen nicht abnehme. Dann hat hier, Entschuldigung, hier nehmen wir gleich die nächste. I'm Francesca Marino, I'm an Italian journalist, supposed to be a South Asia expert. So I'm always surprised when I listen the kind of debate we have, always talking about Islam and Islamism and drawing lines and so on, and I think we put the issue in a wrong way. I mean, putting it in terms of religion is the wrong way. Why we are not discussing on the reason why secular and democratic societies suddenly start to call and to categorize their citizens in religious lines, and
within religious lines and and religious frames, and we had a huge debate into the European Union referring to Christian roots. I mean, in Italy we had a minister putting the photo of a Pakistani Christian minister killed for the blasphemy law, saying martyr of faith. I would call this sort of part of that. That was part and parcel of the provocation department, probably. Yeah. but your general question is why we refer back to religious terms in a dialogue that we should have but don't have with a minority that, you know, also is Muslim, but apart from other things is Muslim. Do I understand you correctly? Yes, and I wanted to ask Mr. Dardi what are the main topics she thinks about Islam in the West? That I haven't quite understood. What do you mean by the main topics about Islam? I mean the wrong perceptions. Oh gosh, I guess if you don't mind, let us skip the last question, because I guess that would be enough material for yet another seminar. There was one more question from the lady in the back. Thank you. Danke, mein Name ist Leila El-Zubeidi. Ich leite das Nahostbüro der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut. Ich bin nur ein bisschen, also erstmal danke für das sehr interessante Panel. Ich bin nur ein bisschen gestolpert über die Geschichte mit der Karikaturenaffäre, weil ich das Gefühl hatte, es wurde so ein bisschen dargestellt, als wären die Proteste spontan entstanden, als ob diese Proteste tatsächlich ein Ausdruck gewesen wären von populärem, sagen wir mal, Unzufriedenheit mit westlicher Politik und dadurch, dass es dadurch in die politische Sphäre gezogen wurde. Während es vor Ort tatsächlich so war, von Marokko bis, ich weiß nicht, ob es auch in Pakistan so war, aber auf jeden Fall durch die arabische Welt hinweg diese Proteste wirklich ganz stark organisiert wurden und orchestriert wurden. Und dass also tatsächlich ganz wenige die auf die Straße gegangen sind, Muslime waren, die sich irgendwie empfindlich berührt gefühlt haben. Sondern es waren tatsächlich und auch nicht, sie waren orchestriert und auch nicht von islamischen Regierungen, sondern gerade von sehr stark anti-islamischen Regierungen, die eben zeigen wollten, entweder wie in Syrien, das ist es, was ihr bekommt, wenn wir irgendwann mal weg sind, dann wir sind zwar eine Diktatur, aber eine säkulare Diktatur und ihr bekommt dann den Islamismus und es ist nicht schlimmer. Oder in Marokko, wo die Regierung sich ganz stark als Mediator gesehen hat, immer zwischen Islamisten und anderen Kräften und dann nichts anderes zulassen wollte, wie zum Beispiel Zeitungen, und dann in dem Prozess diese ganzen Zeitungen geschlossen hat und so weiter. Also ich finde, das ist tatsächlich ein sehr politisches Thema und deswegen ist auch Ihre Frage zu den arabischen Revolten relevant, weil die hoffe ich dann auch noch mal dazu beitragen werden, also diese ganze kulturellen Fragen und was hat Islamismus für eine Rolle in der Gesellschaft auch noch mal neu definieren werden. Okay. Mir wollen Sie anfangen mit der Frage, ich glaube, man kann die beiden Fragen vielleicht sogar zusammennehmen, also erstmal, warum jetzt plötzlich, warum identifizieren wir eine Gruppierung, die sich vielleicht noch nicht mal als Gruppierung unbedingt verstanden hat, innerhalb dieser Gesellschaft plötzlich über religiöse Termini? Vielleicht kann man dem auch anschieben, wie gerechtfertigt das ist. Denn ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sitzen hier in einem Symposium 10 Jahre nach 9/11. Und es gab ja zumindest mal einen Anlass zu sagen, wir müssen uns auch mit dem politischen Islam auseinandersetzen. So vielleicht das zuerst und wenn Sie dann auch noch dazu. Und dann gehen wir nochmal auf den Karikaturenstreit ein. Ja, vielen Dank für die Fragen. Also zu der ersten Frage. Ich glaube, wir reden da auch über Konstruktionen, so wie es lange Zeit keine Italiener in den USA gab, sondern Angehörige von verschiedenen Regionen, die in den USA zu Italienern geworden sind. So etwas Ähnliches haben wir nach dem 11. September auch bei uns gehabt. Es gibt nicht so etwas wie eine Art muslimische Identität in Europa, sondern es gibt immense Unterschiede, je nach Herkunftsland, nach den Ländern, konfessioneller Art. Die Vorurteile unter Muslimen, in Anführungszeichen, sind mindestens so groß wie die Vorurteile von Nicht-Muslimen gegenüber Muslimen oder von Muslimen gegenüber Nicht-Muslimen. Mindestens so groß. Ich will nur das türkische Beispiel, Aleviten, Sunniten, Sunniten, Aleviten etc., Sunniten, Schiiten, Schiiten, Sunniten, also da könnte man abendfüllend drüber reden. Da gibt es die abenteuerlichsten Dinge, die man sich da so erzählt übereinander. Ich würde auch, Sie haben das nicht so gemeint, aber ich würde auch nicht sagen, dass der Westen quasi
mit dem Islam einen Dialog führt, weil der Westen ist auch muslimisch. Durch die Existenz von Menschen muslimischer Herkunft im Westen ist der Westen, so wie er christlich ist, so wie er jüdisch ist, so wie er atheistisch ist, so ist er auch muslimisch. Und umgekehrt, das ist ganz wichtig, weil man das denen nicht durchgehen lassen darf, ist Ägypten und Pakistan nicht nur muslimisch. In Pakistan gibt es bis zu 10% Christen. Und in Ägypten, das lesen wir ja nun in den Nachrichten durch die zum Teil blutigen Ereignisse, Ägypten ist auch ein koptisches Ägypten, es ist nicht nur ein muslimisches Ägypten. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diese Definitionsgewalt nicht denjenigen überlassen, die die Fans der Monokultur sind. Und die Fans der Monokultur, die finden sich ja nicht nur im Westen, die finden sich leider auch in den anderen Gesellschaften. Es ist nett, dass Sie mich jetzt darauf hinweisen, weil ich auf meinen Zug muss. Danke. Ich hätte es schon fast wieder vergessen, weil es so spannend ist. Also deshalb rate ich dringend dazu, dass wir, um das abzuschließen, ein republikanisches Verständnis dessen haben, was ein Bürger ist. Und das republikanische Verständnis basiert nicht auf der Religion. Das basiert auch nicht auf der Frage, wo man herkommt, sondern es basiert auf der Frage, wo man hin möchte. Das macht den Bürger, den Citoyen in der modernen Demokratie aus, wie wir sie definieren. Das heißt, entscheidend ist, halte ich mich an die Verfassung, entscheidend ist, bemühe ich mich, die Amtssprache zu beherrschen. Das gilt dann auch für den Schwaben, der Hochdeutsch einigermaßen versuchen muss zu lernen. Bemühe ich mich, dass ich mich integriere. Sehen Sie, das sind die entscheidenden Punkte. Die Frage, dass ich Muslim bin und trotzdem gleichzeitig Deutscher kann, das sollte keinen Widerspruch darstellen. Und wenn ich nur einen Satz sagen darf zu den Karikaturen, also in Syrien zu erwarten, dass sich vor allem jetzt vor den schrecklichen Ereignissen, die wir sie gegenwärtig haben, dass sich spontane Demonstration zusammenfindet und alle zufälligerweise dänische Fahnen haben, die sie anschließend verbrennen können, das ist schon abenteuerlich. Aber das wäre auch ein Beispiel, wo ich mir eigentlich eine kritische Berichterstattung wünschen würde, wenn man sowas in den Nachrichten zeigt, dass man dann eben auch als Moderator in der Lage ist, den entscheidenden Satz hinzuzufügen, zu sagen, dass es offensichtlich eine inszenierte Demonstration des Staates ist, mit dem Wunsch, eine bestimmte Aussage damit zu verbinden. Und das muss ich jetzt doch nur loswerden. In der Türkei gibt es ja gegenwärtig einen Prozess, der auch nicht unumstritten ist. Ergenekon-Prozess heißt der, wo es um eine geplante Verschwörung geht. Ist auch ganz spannend. Mein Freund Rand Dink, ein türkisch-armenischer Journalist, der in der Türkei ermordet wurde, der wurde nicht von Islamisten ermordet. Der wurde ermordet von den sogenannten Anhängern des Säkularismus. Das heißt, mit der klaren Intention, dass man die Religionskarte zieht, um zu einer Verschärfung beizutragen. Die Morde an christlichen Priestern in der Türkei, die Morde an Missionaren in der Türkei, die sind nicht von Islamisten ausgeübt worden, sondern die sind von Leuten ausgeübt worden, die ein Interesse daran haben, dass die Islamisten sich durchsetzen, dass es quasi zu einer Verschärfung der religiösen Frage kommt, um anschließend autoritäre Macht auszuüben. Und das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, das Spiel mit der Religionskarte, das wird leider auch gerade in den Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung sehr stark gespielt. Und über Pakistan können Sie da viel mehr sagen als ich, aber da kennen wir das Beispiel ja nun auch zur Genüge. Vielen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit und Patrick Barners darf jetzt auch noch mal ein Wort sagen zu dem Karikaturenstreit, der ja nur wirklich eine hochinteressante Geschichte. Mal abgesehen davon habe ich mir Ihre Frage auch gestellt, als ich die ersten Berichte gehört habe. Seit wann gibt es Fahnenläden in Damaskus? Ja. Ja, ganz kurz noch, auch von meiner Seite aus noch zu Ihrer Frage mit diesen Bezeichnungen. Da bin ich in der Tat ganz der Meinung von Herrn Özdemir und in dem Sinne, wie Sie es auch angedeutet haben, dass das merkwürdig ist, eben dann eben nicht auch von den Christen und entsprechend nach Konfessionen sortiert, im Sinne sozusagen normaler politischer Sprache dann auch zu sprechen, wenn es um Nachbarländer oder andere Gruppen geht. Ich würde aber vielleicht noch eines hinzufügen und würde eben sagen, dass diese republikanische Neutralität dann in dieser Begrifflichkeit vor allem dann ihren Sinn hat, wenn diejenigen, wenn es also darum geht, dass Leute, die sich selber von ihrer Selbstidentifikation vielleicht eben gar nicht
als religiös definieren oder auch gar nicht der Religion zugehörig fühlen, wenn die pauschal von außen wegen irgendwelcher statistischer Merkmale, weil es einfacher ist, also in manchen Sozialstatistiken sind ja zum Beispiel auch die christlichen Einwanderer eben aus der Türkei, werden da auch als Muslime geführt, weil man sagt, das fällt ja statistisch eigentlich ins Gewicht. Das ist halt unter der Würde einer Republik. Die sollte vielleicht dann eben, wenn es gar nicht zur Sache gehört, gar nicht das als religiöse Statistik führen oder sonst muss sie das halt auseinanderhalten. Aber ich würde schon auch noch die Sache einmal umdrehen wollen und sagen wollen, es gibt aber umgekehrt eben auch in Republiken und insbesondere eben in Republiken mit starker Religionsfreiheit wie in den Vereinigten Staaten und dann auch in einer Republik wie der Bundesrepublik Deutschland durchaus politische Interessen, die Leute, die eben einen gemeinsamen Glauben haben, teilen. Und sofern sich diese Leute ihrerseits organisieren, kann das eben dann sein, dass sie zum Beispiel gelegentlich auch Dinge eben mit dem Staat zu besprechen haben. Und so wie eben die Bischöfe dann mit dem Staat verhandeln, wenn es um die Frage geht, gibt es nicht mittlerweile zu viele Theologieprofessuren an den Fakultäten, könnte man den Staat dann nicht von den Pflichten, die zu unterhalten, diese Professuren entlasten. Da sind dann eben die Bischöfe die geborenen und auch wirklich zuständigen Ansprechpartner. Genauso gibt es eben Fragen, die interessieren halt nun die Muslime, die halt in einem spezifischen Sinne, aber das geht dann von ihnen aus, dass sie eben sagen, wir sind Muslime, wir wollen auch als Muslime sichtbar sein, wir wollen eben eine Moschee bauen als Muslime oder wir wollen meinetwegen den muslimischen Religionsunterricht in der Schule eben bekommen als Schüler und erteilen lassen als Religionsgemeinschaft, wie das halt auch im Grundgesetz garantiert ist. Und da würde ich eben sagen, dass diese andere Seite, die zweite andere Seite der Republik ist dann eben auch, dass die Selbstbeschreibung als Angehörige einer Religionsgesellschaft auch möglich sein muss und dass es auch zum Realismus dazugehört, dass also der neutrale Staat eben trotzdem diese Religion dann auch ihrerseits als in ihrer tatsächlichen Faktizität als soziale Gruppen erkennt. Ja, nochmal zu dem Karikaturenstreit. So fürchte ich, habe ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt, weil ich eigentlich, was die Sache selber angeht, das genauso sagen wollte, wie es die Kollegin aus dem Publikum hier eben formuliert hat. Ich hatte deswegen auch versucht zu sagen, dass es da ja eine Instrumentalisierung dieser Demonstranten durch die Regierung gegeben hat. Aber mir ging es ja eigentlich um die Frage, was hat hier im Westen in der nicht-muslimischen großen Öffentlichkeit, was war da sozusagen die Zäsur? Und da wäre jetzt eben diese These von mir, die Vermutung, dass da der Karikaturenstreit eben eine Zäsur gewesen ist, insofern eben dieses Bild sich eine Zeit lang jedenfalls, und zum Glück hat man ja recht bald auch hingewiesen auf diese dänischen Fahnen, die da so überraschend zahlreich plötzlich, völlig scheinbar spontan natürlich nur in Damaskus geschwenkt wurden, aber trotzdem, dieses Bild hat sich eben durchgesetzt. Ich möchte aber auch hinzufügen, auch als Kritiker der Islamkritiker möchte ich das eben doch sagen, es gab natürlich auch spontanen Zorn und es gab auch spontane Empörung in Dänemark, es gab auch spontane Empörung der Muslimen in Deutschland, vielleicht sogar berechtigte Empörung und selbstverständlich ist dieser Karikaturenstreit auch gesehen worden als eine Zuspitzung und Wiederholung, aber und eben auch eine Zuspitzung mit vielen Todesopfern der Rushdie-Affäre. Wo natürlich auch viel orchestriert war, wo auch die von Frau Ahmed angesprochenen Kräfte, die das politisch ausnutzen, in den entsprechenden Staaten dann dahinter stecken, aber wo dann eben trotzdem Leute sich auch so in Moscheen zusammengefunden haben und dann darüber gesprochen haben und dann eben dem Bürgermeister geschrieben haben, ja, wir finden auch, dass Rushdies Buch nicht in die Bibliotheken gehört. Und, aber ich würde trotzdem eben vermuten, als eine etwas spekulative These, dass diese Bilder des Karikaturenstreites, diese Bilder von dieser spontanen Masse, die sich scheinbar spontan zusammenrottete, das schockiert auf eine andere Weise als ein Terroranschlag. Und wenn man in der europäischen Geschichte sich erinnert, dann haben Staaten und Gesellschaften haben
Terroranschläge, Nadelstiche von Terroristen haben sie immer gut ausgehalten. Aber Panik bricht dann auf, wenn man sich einbildet, es gibt eben diese fünfte Kolonne von Leuten unter uns, die, weil sie alle einem fanatischen Glauben anhängen, alle zusammen sozusagen im übertragenen Sinn diese Zeitbombe darstellen und sozusagen jederzeit in einen Gewaltexzess ausbrechen können. Aber auch da ist ja dann zum Glück eine völlig banale Beobachtung, aber auch weil sie nach Arabien gefragt hatten, die ganz kurz noch losgeworden. Da ist natürlich jetzt schon viel auch so peinlich es im Grunde für uns Westler ist, dass sozusagen hauptsächlich irrtümliche Bilder zum großen Abstand korrigiert worden sind. Aber auch da, dieses Bild der sogenannten arabischen Straße hat sich jetzt eben auch entscheidend verändert durch die Rebellion. Es mag ja auch durchaus verschiedene arabische Straßen zu verschiedenen Zeiten geben, falls man überhaupt Dinge ändern sich ja. Und vielleicht kann man auch nochmal ergänzen, ich hätte da nämlich selber auch nochmal eine Frage, wenn Sie mit ihr erlauben, vielleicht kann man sich ja auch ergänzen, dass es nicht darum ging, dass man über die Empörung empört war. Empörung darf ja zu jeder Zeit geäußert werden und auch verstanden werden. Es ging um die Gewalttätigkeit der Empörung. Das ist für mich der wesentliche Unterschied, eben auch in Reaktion auf Salman Rushdie. Man kann sein Buch Mist finden, man kann es schrecklich finden, man kann das eine Beleidigung finden, ein Todesurteil gegen einen Autor geht zu weit. Und das hätte, glaube ich, auch wenn ich das nochmal hier anmerken darf, was ja eigentlich nicht meine Moderatorenrolle ist, das hätte hier doch wirklich einen größeren Aufschrei hervorrufen können sollen als, nun gut, manche mögen das Buch nicht. Dafür haben wir 150, 200, 300 Jahre lang gekämpft, dass Autoren Dinge schreiben können, die uns nicht gefallen, weil wir die Freiheit haben, das einfach nicht zu lesen. Fertig. Das ist die ganze Geschichte. Und bei den Karikaturenstreit, glaube ich, war das Problem, dass wir plötzlich mit diesen wild gewordenen Massen zu tun hatten, die wir da gesehen haben und die uns vielleicht ein Klischee bestätigt haben, das wir vielleicht schon gehegt haben oder das damit verstärkt worden ist. Ich will aber jetzt nochmal umgekehrt was fragen. Denn wenn es um die Frage geht, warum sollten wir und wie berechtigt ist es, Muslime als solche zu identifizieren? Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass man hier in Deutschland zumindest von Gastarbeiter zum Türken zum Muslim wird. Und das eine Verschlechterung des jeweiligen Status vielleicht sogar mit einschließt. In vieler Hinsicht zumindest der Diskriminierungsfaktor im Zweifelsfall höher geworden ist. Und dass es im Grunde genommen berechtigterweise so sein sollte, dass uns die Religion eines Menschen als Bürger natürlich nicht zu interessieren hat. Das kann uns eigentlich vollkommen egal sein, welche Zusatzidentitäten er noch für wichtig hält, für sich selber oder nicht. Aber jetzt nochmal umgekehrt gefragt, in diesen offenen, angstfreien Räumen des Diskurses, von denen wir gesprochen haben, müssen dann doch Fragen zur Religion erlaubt sein. Die sind selbstverständlich zum Katholizismus erlaubt, denken Sie nur an die Missbrauchsdebatte. Denn hier ist ein geschlossenes hierarchisches System, in dem eben bestimmte Schweigegebote herrschen. Und dann müssen wir das Thema Katholizismus uns eben vornehmen, so wie wir uns vielleicht das Thema Reformpädagogik auch haben vornehmen müssen. Und es gibt bestimmte Diskurse, die wir vielleicht dann tatsächlich auch in Zusammenhang mit Islam und Muslimsein führen müssen. Nämlich beispielsweise, wie viel von Islam steckt in Islamismus? Wie viel von Islam steckt in politischer Islam? Auf der gesellschaftlichen Debatte wiederum, wie viel Islam steckt in einer Unfähigkeit von manchen gesellschaftlichen Gruppierungen, Mädchen bestimmte Positionen zuzugestehen? Ich meine nicht, dass wir diese Schwierigkeiten nicht auch gehabt hätten oder noch haben, weniger religiös als sonst wie bedingt vielleicht, aber diese Fragen müssen gestellt werden. Wie viel Islam steckt in einer Form von Patriarchalismus, den wir uns doch genauer anschauen müssen? Wie viel Islam steckt in einem Männlichkeitswahn, der für die Entwicklung von Möglichkeiten für Frauen tatsächlich wichtig ist? Das wird mir, und das möchte ich ganz gerne nochmal ansprechen, weil es eben um diese angstfreien Räume der Debatte geht. Das ist mir ein ganz wichtiger Diskurs, bei dem wir für einen Moment nicht vergessen können, dass es sich vielleicht auch um religiöse Faktoren dreht, die wir, und das ist das Wichtige daran, ohne Anklage führen sollten, sondern eher aus einer, wenn es denn möglich ist, und ich glaube, das ist das, was ich auch aus diesem Panel mitnehme, dass es tatsächlich auf den Ton ankommt, so banal wie es ist, dass wir die Fragen stellen sollten können, dass aber es auf eine gewisse Sensibilität ankommt, wie man sie stellt. Und ich glaube, diese Fragen müssen gestellt werden. Und wenn, dann doch wahrscheinlich eher aus einer grundsätzlichen Neugierde heraus. Und das ist etwas, was Cem Özdemir nochmal gesagt hat, das Ziel im Auge habend, uns auf das Ziel verständigen, dass da heißt, selbstverständlich sollen Muslime als Individuen, wie wichtig ihnen die Religion nun ist und an welcher Stelle ihrer Prioritätenliste in der Identitätsfrage das nun kommt,
aber auch als Gemeinschaft. Selbstverständlich gehört das zu Deutschland oder zu den Vereinigten Staaten oder zu Frankreich, wo man noch eine ganz andere Debatte über Laïcité führt. Aber dazu gehört eben auch der angstfreie offene Raum des Diskurses. Und vielleicht, Doré, wollen Sie noch was dazu sagen und Genevieve? Personally, I think that particularly in Europe, Islam cannot and should not be left to just the Muslims. For various reasons, as I said, the patterns of immigration and in terms of class and background and so on, I think should be kept in mind in terms of people's capacity to articulate what are essentially deeply felt emotional things. Religion, as ultimately it's about, it's an old-fashioned word, but undefinable, the soul. I think it's also vital to keep in mind, beginning with Socrates, who I think is still valid, know thyself. So the West, I think Europe has to have an awareness of its own religious history. Europe particularly, I think there was a Pew survey 2 years ago that even compared to the United States and Canada, out of all the continents and communities, Europe is the least religious, the least... Poland and Ireland, yeah. Okay, so that's the context, and I think that self-awareness is vital in the encounter with other religions. As I said, with Islam, I think you cannot afford to sort of just say, well, you know, it's up to the Muslims to do what they want, or regarding whether it's the representation or who will give voice to Muslim issues. I would say yes, some familiarity with the diversity of voices within Islam, recognizing, as I said, what is most sensational is actually an accent in many dialects and within this broad language that we call Islam. So questions then of women, certainly, I think it, I mean, hypothetically, for example, if there's a consensus among the Muslim communities that we think girls shouldn't go to school, would you agree? And that's the Taliban perspective. And just because the Muslims have arrived at this consensus, how has that consensus been arrived at? As our Turkish friend was talking earlier, within the Islamic world, there are innumerable sects, communities, which have, you know, which some are considered heretic. For example, we have that in Pakistan and in Syria and places like Turkey. The Alawis are considered heretics. In Pakistan, the Ahmadis are considered non-Muslim heretics, or the Shia, and so on. So, and as I said, if this is the great laboratory and you have all these communities here, if, for example, the majority of Muslims here say, well, we don't think X community are Muslims, would Europeans or just sit back and say, yeah, well, you know, as has happened in Pakistan, for example. So I think you cannot afford to sort of just sit back just because, you know, it's disrespectful for whatever reason. I think it is a question of educating oneself about Islam. And that education, I must insist, is not theological. I just want to briefly, respectfully disagree on just a few points. One is, I wouldn't leave these issues to non-Muslims, or I wouldn't want to sort of rely on, you know, non-Muslims to answer these questions, because I think that that's where we get into trouble. No, I'm not, I'm not suggesting that. I'm saying within the Muslim community, you need to ensure, A, all voices are heard. No, but if there is a trend towards, say, discrimination against women and so on, then I live in a context where this happens. Right. Where within Islam, the minority
majority Muslim communities are then there's violence against them, there's discrimination against them. So who is then going to interfere? Yeah. No, I mean, I think certainly when it comes to violence, you know, there should be interference. The problem, though, is I think with some of the issues that you're talking about, even if you take the issue of headscarves, I mean, the reason that this has become so distorted in the West is that the debate has been largely been dominated by the non-Muslim media, the non-Muslim, you know, religious scholars. I mean, I think that I feel, and I'll speak strictly about the United States, that a lot of the problem to some degree, and this goes back to the statistics on, you know, whether Americans feel they understand Islam today more than they did after 9/11, and not much progress has been made, is that no one has stepped up to the plate to do this. It's been left to the Islamic organizations. They haven't done it. It's been left to the universities. They haven't done it. So someone has to take the lead. And so that's why I wouldn't necessarily rely on, I mean, so far in the United States, neither side has proven to take on this responsibility. And that's why there's societal polarization, there's political polarization, because we haven't made much progress in a decade. The solution would be as a partnership. What I'm saying is that the host societies, whether it is the Americans or the Europeans here, it has to be a partnership. You cannot just leave it to the Muslims either. That's what I'm saying when it comes to issues like women and so on. So it has to be a partnership, which means that the Europeans have to educate themselves about Islam at some level. Meine Damen und Herren, ich bedauere es sehr, dass gerade an dem Zeitpunkt, wo wir hier wunderbarste Disagreements auf dem Panel haben, wir an dieser Stelle das beenden müssen. Das ist immer die Zeit, wo es wirklich mit am spannendsten wird. Aber ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke natürlich unseren Panelisten für dieses wunderbare Gedankenfutter, das Sie uns mitgegeben haben, und wünsche Ihnen jetzt erstmal eine erholsame Kaffeepause. Bis nachher wieder im Plenum.